Gut, so. Geh jetzt zu den Docks und finde meinen Kumpel Domino. Der beste Scharfschütze von ganz Eden und so höflich wie kein zweiter. Das ist seine Art. Eine epische. Hoffentlich lebt Domino noch. Sind nicht mehr viele Schurken übrig. Okay. Weiter. Oh. Brechen wir es auf. Hauptsache, wir haben das jetzt. Was ist das denn hier? Muss wohl hin. Wolltest du wirklich nicht mal ausprobieren, ne? Das ist eigentlich kinderreich, wenn du das einmal raus hast, ne? Egal. Ich will da jetzt nur mit langweilen. Ist jetzt oft genug probiert. Okay. Ich sehe dich kommen, Kammerjäger. Clay erwähnte, dass er sich Verstärkung geholt hat. Ich bin an einem sicheren Ort mit Blick auf einen Dock voller KDK. Ich brauche Hilfe, sie auszuschalten. Danach können hier ist wir auch noch eine Kiste, ne? Danke. Hier ist auch noch eine Kiste. Depot entdeckt. Aber jetzt sind ja alles hier die 5 Level niedriger, die Waffen. Also von daher ist ja nichts Anständiges drin. Wieso habe ich denn hier legendäre Waffen? Wo hast du legendäre Waffen? Habe ich ja gar nicht aufgesammelt. Ja, ich hatte auch eine. Vielleicht haben wir die bekommen. Bei dem einen Auftrag. Oder so, ich weiß es nicht. Der auf einmal fertig war, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Wo hast du eine Kiste? Ach, leck mich doch. Wo hattest du hier eine Kiste gehabt? Hier unten. Hier. Ach, ich drücke mal den falschen Knopf. Ah. Öffnen wir diese Kiste. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder was? Scheiße. Doch, von der anderen Seite. Oh Mann, fast eliminiert du. Gott, ich weiß gar nicht, wo soll es denn hier überall lang gehen? Hier hoch. So. Einsammeln. Ist hier denn gar keiner? Anscheinend nicht. Das wird sich sicherlich gleich ändern. Ach Gott, ey, alles auf.
aufmachen. 1000 Kisten. Oh, Waffenschrank. Aha. Uiuiuiuiui. Aber auch wieder nur an Level 28. Da kann ich nichts mit anfangen. Schützenskin. Den gucke ich mal an. Den nehme ich direkt mal. Schalte diese KDK aus. Ich gebe dir Deckung. Viel Glück. Hallo? Aua. Okay, wir müssen da runter. Ah, das ist eine ganze Menge. Kiste. Ich denke, ich komme jetzt da durch. Ach man. Kiste bei diesen Koordinaten. Nee, ich nicht. Gesundheit. Ja, danke. Pass auf, da nähert sich ein Dropship. Ein was? Deckung, Kammerjäger. Oh. Ja, ja, passt schon. Gut getötet. Nö, finde ich auch. Diese Dropships kommen den ganzen Tag über rein. Die Kultisten betreiben einen Organhandelring. Sie schlitzen arme Schweine auf und verkaufen ihre Innereien überall in der Galaxis. Ja. Also habe ich einen Scanner platziert, ist ja um nichts Neues zu verfolgen. Nochmal, der Schiffsscanner ist im Arsch. Du so läuft er mit dem Organhandel, ne? Um das verdammte Ding zu reparieren, ja, und in Position zu bringen. Dann kann ich das Schiff orten. Danke. Die hängen da schon ein bisschen länger. Sie sind gut durch. Sie sind gereift. Tropfen noch. Also was gibt's hier unten? Nein! Nein! Ach, fall doch nicht runter. Ach komm, ey. Oh, was habe ich denn hier? Da ist ein Depot. Da fehlt uns aber was für. Aha. Dann müssen wir noch einen Echolog finden. Hm. Interessant. Müssen wir rein, hoch, runter? Irgendwas? Hoch.
Waffkiste. Dicke. Augen auf die Kiste. Nimm ich. Aha. Ja, ja, wir müssen hier irgendwie hoch. Am besten nehme ich die Leiter. Ah. Los, ab zum Scanner. Vielen Dank. Mhm. Sieh nicht runter, sonst scheißt du dich nur ein. Noch eine Waffenkiste, okay. Hattest du aber schon geöffnet, ne? Also nicht. Ne, ich glaub nicht. Klar doch. Verschwunden, hatte Schiss, das explodiert scheinbar. Also, alles klar. Dann gucke ich mir mal eben die Waffenkiste an. Die hier irgendwo liegen soll. Ja, da unten. Nee. Ja, da irgendwo. Da irgendwo und ich finde sie nicht. Bin ich denn blind? Die hier? Was muss man denn hier machen an dem Ding? Ich finde sie nicht. Ich habe das schon gemacht alles. Oh, mehr gibt's ja nicht. Nee. Nur die Waffenkiste da oben. Oben? Ich bin blind, ich sehe keine Waffenkiste hier unten. Ja. Gibt's doch nicht. Hä? Merkwürdig. Hier. Wo hier? Beute. Ach so, die. Ach ja, oh Mann. Dann sagt doch Iridiumkiste. Ach so, Iridiumkiste. Ja, genau. Hier ist noch eine. Schlagen wir es kaputt. Ha! Soeben entdeckt. Kiste da drüben. So, wie sieht's aus?
sagt der Klaus. Okay. Das ist cool, ja. Hui. Und was ist ein Bett ist cool, ja, bei dir? Jo, mich hat's erwischt. Ah. Oh, jetzt werde ich ein bisschen spät, ne? Rasende Schwere. Weg wieder latschen, ne? Welchen ganzen Weg? Ja, bis ich bei dir bin. So. Eine Kiste voller Schätze. Ah, hast du etwas für mich gefunden? Wo hast du eine Kiste voller Schätze? Habe ich markiert. Mhm. Sehe ich nicht. Ach, scheiß, runtergefallen. Das war nur ein Kühlschrank, oder nicht? Oh, da oben. PIA. Ein Pistölchen, Gewehrchen. So, hier geht's weiter. Was haben wir da? Schauen wir uns mal an. Ich kam hierher, um die Jabba-Population auf Eden 6 zu erforschen. Sie sind uns so ähnlich und doch so anders. Aber was als einfache Forschungsexpedition begann, wurde schnell zum Überlebenstraining. Erst gestern spürte ein Saurianer das kleine Baumfort auf, das ich mein Zuhause nenne. Ich dachte, das war's jetzt. Doch dann erklomm ein seltsamer kleiner Mann mit Hornschmuck den Hügel und vertrieb die Bestie mit seinen eigenen Fäkalien. Als ich ihm danken wollte, war er schon weg. Die Einheimischen meinten, ich hätte den roten Jabba gesehen. Okay. Das waren alle IDs. Gute Arbeit, Kammerjäger. Und jetzt zurück zur Schurkenhöhle. Aktivieren wir den Beutefinder. Sobald du diese IDs gescannt hast, sollte der Beutefinder uns direkt zum Fragment führen. Und zum Verräter. Wo bist du hin? Ich muss schon sagen, hätte nie gedacht, dass ich mit dem Beutefinder mal einen Verräter aufspüre. Vielleicht hat Aurelia recht, was Loyalität angeht. Sie gilt immer dem Geld. Hast du da oben die Kiste? Ja, gehen wir jetzt ein bisschen lang. Also. So, wir decken das hier noch mit auf. Achso, da jetzt nach oben. Das ist unser. Schnauze! Das war's für dich. Komm hier rein. Du hast 4 Milliarden.
Iridium. Nehmen wir alles mit. Hier ist noch so ein Ding. Dein Butler meinte, du willst reden. Das ist mein Freund. Er heißt Alistair. Der redet nicht wie wir, oder? Nein, absolut nicht. Na schön, also was gibt's, Wainwright? Ist schon eine Weile her, dass du mich auf einen Drink eingeladen hast. Da war dieses Zeug vermutlich noch nicht mal im Fass. Ich wollte über Jacobs reden. Deinem Daddy geht's gut. Monty ist nur ein bisschen nervös, mehr nicht. Aha. Die Galaxis brennt und er will wissen, wie weit das gehen wird. Die anderen Konzerne wissen nicht, was sie tun sollen. Sich zusammenschließen oder sich eine Fackel schnappen und hoffen, dass sich der Wind nicht dreht. Aber Eden ist sicher. So. Ohne Kammer kommen die Kinder auch nicht zum Spielen. Ja, genau das wollte ich ja besprechen. Es ist Zeit, dich in ein Familiengeheimnis einzuweihen. Dafür müsste ich zur Familie gehören, oder? Immer schön langsam. Eieiei, viele Jabbers. Upsi. So. Kommt schon, Schlappschwänze. Viel Glück im nächsten Leben. Noch eben aufrollen. Ist plott oder was? Nee. Hä, wo, was, wo? Ich weiß nicht, auf wen du schießt. Ich sehe keinen. Jetzt nicht mehr. Gut. So, hätten wir das hier noch aufgedeckt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir am besten zurück? Dort oder dort? Ich würde fast sagen, wir gehen mal hier hoch. Wo hoch? Hier, weil da ist noch so ein Zipfel. Ich habe hier noch gar nicht alles gesehen, ja. Ja, ich auch nicht, das meine ich ja. Nein, nein, hier, wo ich bin. Hier. Ja, da, wo, da, da. Ach so, ich hab da das aufgedeckt. Da gibt's nichts weiter. Doch, hier geht's doch hoch. Ey, da oben waren wir doch schon. Da sind wir doch lang gelaufen. Was, hier? Ja, ich war da überall. Da sind wir doch schon. Da hatten wir noch einen Auftrag. Ah, okay. Hier gibt es keine Kiste. Nee, aber ich guck mal, was es hier hinten in der Ecke gibt. Oh, was ist denn hier? Was steht da? Keep clear. Aha. Dann guck ich mal, ob wir hier was sehen. Nee. Nichts zu sehen hier. Schade, da kommt man nicht rein. Dann später. Hallo, du Feuerriese. Das was? Wollt ihr nicht. Schön. Schränkt euch doch wenigstens an. Ach, guck mal, hier haben wir noch was. Wieder ein Stück Claptrap. Hey, was liegt er denn hier? Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Ich kann jetzt gerade nicht gucken. Ich bin Psycho. Ah. Badass. Okay.
Tada! Tada, was? Hör doch hin! Ding gefunden. Ah, cool. Außer natürlich, man will die Scheiße klauen. Wo hast du den denn gefunden? Ja, da müssen wir gleich noch hin, da waren wir noch nicht. Hä? Wurde da irgendwo übersehen scheinbar. Oder was? Nee, da waren wir noch nicht. Also ich war da überall. Ich ja? Ja. Auf der Karte war ich da überall. Karte ist alles aufgelegt bei mir. Ich mir eben kurz gucken, war ich da schon? Nee, ich habe hier noch ein ganzes Gebiet, was nicht aufgedeckt ist. Ja, ich habe auch noch ein ganzes Gebiet, was nicht aufgedeckt ist. Aber rechts und links. Ja, aber da hinten, wo du gerade rumgelaufen bist, da war ich überall. Aha. Ich noch nicht, ich muss noch mal. Ja, da wo du jetzt langläufst, da geht's schon mal nicht rein. Da bin ich ja auch gerade. Komm mal später hin. So. Genau, hier war ja noch nicht. Interessant. So, jetzt habe ich hier alles aufgedeckt. An dieser Stelle. Wir müssen gleich mal einen kurzen Cut machen, ich muss mal telefonieren. Ja. Ich will die ganze Zeit erreichen. Mist, jetzt hab ich mich verzählt. Der nächste bitte. Hier rüber, ihr Hackfressen. Macke die Hackfresse. Meine Fresse, sind das viele. Ich muss mal mein Level, ich bin ja aufgestiegen, ich muss mir einen Punkt vergeben. Ach ja. Glaube ich, guck mal eben. Ja, ein Skillpunkt. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir den hier oder nehmen wir den? Aber hier? Ist so die Frage. Nee, ich würde eher mal bei Grün weitermachen. Ich habe jetzt nur noch zwei Skillbäume. Ich habe immer nur zwei Skillbäume. Ja, ich hatte ja vorhin nochmal neu gelevelt. Ja, macht auch Sinn. Also am besten eigentlich einen erstmal voll kriegen, aber ja. Ich habe mich jetzt auf 2 beschränkt. So, du läufst da jetzt zurück. Ja, gut, da laufe ich jetzt nicht zurück. Ja. Und du läufst da wieder Richtung Anfang. Ich laufe jetzt erstmal zu den Stationen, wo wir hin müssen. Und dann denke ich, können wir immer noch die anderen Sachen aufdecken. Nee, hier ist ein Rundgang. Ja. Gibt's noch Video? Mann. Ist ja keiner hinter mir, okay.
Ah, ich muss da hinten hoch, okay. Ach, hier ist ja auch ein Punkt zum, Gut, jetzt schieß auf die Konsole. Nur ein Scherz. Mach das bloß nicht. Das ist sündhaft teure Technik. Scanne einfach die IDs und aktiviere den Beutefinder. Ich hab dir erstmal drauf geschossen. Zugang gewährt. Das ist der beste Finder, den man kaufen kann. Besser als Drohnen, Bots und der ganze Scheiß. Und das in Ach so, hier warst du noch gar nicht. Test. Wo ich bin? Und ohne weitere, du weißt schon das hochtrabende Wort für warten, kommt nun das Ergebnis. Dann komm ich mal eben zu dir. Der Beutefinder. Ja, Mann! Holographischer Affe! Oh. Ein gut gehütetes Schmugglergeheimnis. Nimm einen Jabber, wenn du etwas finden willst. Schnell wie der Teufel, mit deiner Nase wie ein Bluthund. Wir haben das Vieh digitalisiert, damit es nicht in jede Ecke kackt. Ich stehe nicht so auf Code. Folge dem Jabber! Hm. Umschweife, das war das Wort. Ohne weitere Umschweife. Hab's von einem Kerl, den ich mal umgebracht habe. Ein echter Trottel. Er hatte ein Buch und so. Weißt du, es fühlt sich gut an, wieder im Einsatz zu sein, selbst wenn ich von meinen Leuten verraten wurde. Dieses abgefahrene Wort habe ich von einem Nerd, den ich mal gekillt habe. Hätte noch etwas mit ihm schnacken sollen, bevor ich ihn erledigt habe. Okay, wir machen mal ein kurzes Päuschen, ja? Ja, gut. Geht ihr gleich weiter.